Moin zusammen, liebe Reisefreunde. Diejenigen von euch, die mir auf Facebook oder auch Instagram folgen, wissen bereits, dass ich nach meiner Überwinterung im schönen Spanien den Frühling in Deutschland verbringen wollte. Allerdings bin ich wohl zu früh zurückgekommen. Regen, Nässe und Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes haben es mich gerade einmal anderthalb Wochen in Deutschland aushalten lassen. Also habe ich kurzfristig eine Fährverbindung von Genua nach Palermo auf Sizilien gebucht. Die Anreise in die Hafenstadt Genua habe ich in zwei Etappen durchgeführt. Die Strecke vom Weserbergland bis in die Hafenstadt Genua beträgt so ziemlich genau 1100 Kilometer. Nach circa 600 Kilometern habe ich auf dem nagelneuen Wohnmobilstellplatz der schönen Stadt Wangen im Allgäu übernachtet. Übrigens, über die Stadt Wangen, hier in der Nähe des Bodensees und auch die berühmte Stadt Füssen, gibt es hier auch ein Video auf meinem Kanal. Der schöne neue Wohnmobilstellplatz liegt sehr ruhig, aber zentral zur Altstadt. Von hier aus kann man auch schöne Radtouren unternehmen und auch der berühmte Bodensee ist nicht weit entfernt. Ein ganz besonderer Service der Stadt Wangen ist, dass ihr in Echtzeit sehen könnt, wie viele freie Stellplätze es auf dem Wohnmobilstellplatz gibt. Hier wurde wirklich an alles gedacht. Frisch und ausgeruht setze ich am nächsten Morgen meine Reise durch die Schweiz Richtung Genua fort. Jetzt sind es noch circa 480 Kilometer und ich kann mir richtig Zeit lassen. Die Fähre der italienischen GNV-Reederei legt um 23 Uhr Richtung Palermo ab. Spätestens zwei Stunden vorher muss man am Check-in sein. Habt ihr gewusst, dass ihr mittlerweile auch die Mautgebühr für die Schweiz über die App VIA online begleichen könnt? Ladet euch ganz einfach die kostenlose App für iPhone oder Android herunter. Die App ist ganz einfach zu handhaben, gebt einfach die Informationen zu eurem Fahrzeug ein, der Rest ist selbsterklärend. Meine Route durch die Schweiz Richtung Italien führt mich durch den landschaftlich sehr reizvollen St. Bernardino Pass bzw. Tunnel. Teilweise hat man hier wirklich atemberaubende Aussichten. Bereits am frühen Nachmittag erreiche ich das Hafengebiet von Genua. Die Strecke zum Check-in der Fähre könnte meiner Meinung nach etwas besser ausgeschildert sein. Auch ich habe hier erst einmal eine Ehrenrunde gedreht. Und denkt dran, ihr seid jetzt in Italien. Fahrt vorsichtig und lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Ab 16 Uhr darf man einchecken und wird in die entsprechende Fahrspur zum Warten eingewiesen. Wie bereits gesagt, die Fähre legt pünktlich um 23 Uhr ab. Vor 21 Uhr kann man mit dem Fahrzeug nicht auf das Schiff. Ihr könnt die Zeit unter anderem nutzen und euch eine kleine Tasche oder einen Rucksack mit den Utensilien packen, die ihr an Bord benötigt. Wenn später das Fahrzeug auf dem entsprechenden Deck steht und das Schiff abgelegt hat, kommt ihr nicht mehr zu eurem Wagen zurück. Ich buche meine Fährverbindungen eigentlich immer über die Webseite Direct Ferries. Dort hat man einen super Überblick über die entsprechenden Fährverbindungen und kann direkt online buchen und auch bezahlen. Nach circa 20,5 Stunden am nächsten Abend gegen 19.30 Uhr legt die Fähre im Hafen von Palermo an. Jetzt im März haben auch hier auf Sizilien noch nicht allzu viele Campingplätze geöffnet.
Und weil ich das weiß, habe ich diesmal schon eine Reservierung bei einem kleinen familiengeführten Campingplatz in einem Dorf kurz vor Palermo vorgenommen. Liebe Reisefreunde, ich hoffe, dass ich euch auch hier in diesem Video mit einigen wertvollen Informationen über eine Anreise nach Sizilien versorgt habe. Was man alles hier auf der größten Mittelmeerinsel erleben kann, zeige ich euch in den nächsten Videos. Bis dahin, alles Gute!